Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die KitchenAid 5KSM 7580XECA Artisan Küchenmaschine. Wenn du noch unentschlossen bist, ob diese Küchenmaschine für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Küchenmaschine werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Grundsätzlich ist eine Küchenmaschine natürlich ein sehr nützlicher Helfer in der Küche, eignet sich vor allem dann, wenn man gerne Speisen zu Hause selbst zubereitet, ja. Wenn man immer ins Restaurant geht, wenn man sich sein Essen lieber nach Hause liefern lässt, dann braucht man so eine Küchenmaschine vielleicht nicht. Aber wenn man gerne Zeit in der Küche verbringt, zum Beispiel Kuchen backt oder was auch immer, ja, dann kann das natürlich eine sinnvolle Anschaffung sein. Preislich ist das natürlich eine Investition, das ist wahrlich nicht die allergünstigste Küchenmaschine. Dafür bekommst du aber auch hohe Qualität geboten und so kannst du eben die Abwägung treffen, hey, ist das für mich vielleicht die richtige Küchenmaschine oder nicht? Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften auch noch genauer anschauen. Mit Schüsselheber und 6,9 Liter polierter Edelstahlschüssel mit geschlossenem Handgriff. Schneebesen, Flachrührer und Knethaken aus Edelstahl. Steuerungstyp Schieberegler. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir auch selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass dir hier ein faires Angebot für ein hochwertiges Küchenzubehör geboten wird. Ob es für dich die richtige Küchenmaschine ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Mach dir noch dein eigenes Bild zur KitchenAid 5KSM 7580XECA Artisan Küchenmaschine. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte. Alles Gute, ciao.